Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Jo, ich habe ihn gezündet und damit geht's los beim ersten Part von Road to Division 1 bei FIFA 13. Und wir gehen mit Menu ins erste Spiel und spielen ja gleich gegen meine Bayern. So, ja, hier gleich Van Persie mit der ersten Chance und haut das Ding voll an den Pfosten. Da habe ich gedacht, okay, so kann der weitergehen. Auf jeden Fall, erstes Spiel, ich habe mir ziemlich schwer getan, weil es Bayern ist und das ist ja nicht immer der Fall. Also wenn ich gegen Bayern spiele, tue ich mir einfach so verdammt schwer, weil sie einfach verdammt gut sind. Und der Gegner geht ja gleich mal mit 1-0 in Führung, ja, der Gomez, der macht hier die Kiste, steht hier wieder als erster auf und hat dann einfach, ja, freie Schussbahn, muss er das Ding nur noch reinlegen. Und ich bin auf jeden Fall dran geblieben am Ball und habe hier eine schöne Kombination gemacht, aber Manuel Neuer hat hier mal wieder richtig gut gehalten, wie auch im kompletten Spiel. Der hat da verdammt gut, auch im FIFA 13 und hier eine schöne Doppelpass-Kombination und hier kommen die Flanke von Nani und wer ist da? Van Persie, ja, das holländische Biest, wie ich ihn auch gerne nenne, er ist einfach ein Weltklasse-Stürmer und mich freut es persönlich, dass er zu Manchester United gewechselt ist, weil mit Rooney ist er einfach Weltklasse und wir standen gerade mal 1-1 und ich war schon auf dem Weg zum 2-1 mit Valencia. Lass hier den Innenverteidiger ins Kino rutschen. Und ja, er hatte anscheinend einen schönen Film. Ich habe das Tor gemacht und besser geht's ja kaum. Hier noch eine Aktion von Neuer, wo er mir den Ball vor die Füße legt. Aber ich kann es leider nicht nutzen. Aber nichtsdestotrotz, hier die letzte Aktion der 19. Minute. Der Gegenspieler bekommt den Ball erstmal in die Eier. Valencia macht hier einen schönen Ronaldo-Job. Aber Neuer hält ihn. Und ja, jetzt kommt ein Abpfiff. Das erste Spiel mit etwas Glück. 2-1 gewonnen. Aber ich denke mal, am Ende war es verdient. Und ja, die ersten drei Punkte sind am Start, deswegen gehen wir auch gleich ins zweite Spiel und ich habe hier gespielt mit Chelsea gegen PSG und ich werde euch genau eine Szene zeigen und zwar, ja, das war der Anstoß und jetzt kommt noch eine und zwar der Abpfiff kommt jetzt gleich, weil ihr seht es oben links, 19:00, es war einfach ein langweiliges Spiel, ein müder Kick, es gab zwar die ein oder andere Torchance, aber nichts Nennenswertes, deswegen, ja. Zweites Spiel 0-0, aus den ersten zwei Spielen 4 von 6 mit den Punkten geholt und da habe ich mir gedacht, okay, eins kannst du noch machen. Da habe ich gespielt mit Deutschland gegen Argentinien, der Klassiker schlechthin und ich sage es euch, in diesem Spiel fallen Tore. Hier schon mal 1-0 mit Gündogan von Borussia Dortmund, ein richtig guter Spieler, wie ich finde. Und es geht auch gleich weiter hier, Gomez auf Özil, der wieder rüber auf Gündogan und der sieht Özil, er läuft alleine aufs Tor zu, könnte zwar rüberlegen, aber Özil mit dem schwachen rechten Fuß ins lange Eck, 2-0 nach 13 Minuten, da habe ich mir gedacht, okay, der Gegner ist jetzt nicht so schwer, das können ja jetzt die nächsten drei Punkte werden und ich kann es euch schon vorneweg sagen, es werden die nächsten drei Punkte, aber... Na gut, auf jeden Fall, der Gegner war am Anfang zwar irgendwie überrascht, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so gut war oder nicht, auf jeden Fall, er hatte auch seine Chancen, so ist es nicht. Hier nach dem Eckball macht er einen Konter mit Di Maria, aber Manuel Neuer hält den Ball Weltklasse, wie ich finde. Und ja, hier nächster Eckball, ja, dann bekommt hier Gomez irgendwie den Ball an den Fuß, ich weiß auch nicht, ich glaube Kopfballabwehr oder so zum Gomez und der haut das Ding dann in der 45. rein, 3-0. Das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Ich habe dann erstmal schön durchgewechselt, habe Reus drin gelassen. Genau, habe den, hier Reus, wunderschönes Tor, über das Tor wieder drüber und dann BAM! Ich habe auf jeden Fall Götze eingewechselt, Schürrle und noch einen dritten, der mir gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall Reus auch überragend in diesem Spiel. Und hier schön mit dem Moonwalk. Ja, Michael Jackson lässt grüßen, meine Freunde. Auf jeden Fall, es geht einfach weiter. Hier, Schürrle, genau, auch schönes Tor. Schürrle, nein, nicht, kein Tor, Elfmeter. Ja, der Torhüter haut mich hier um, wie so ein kleiner Fettsack. Auf jeden Fall Schweinsteiger, Elfmeter, da war ja was, aber etwas Glück gehabt. Und dann, ja, steht es hier 5-0. Das Ding war eh schon gegessen. Auf jeden Fall habe ich noch einen auf Lager, genau, das war Schürrle, den ich noch eingewechselt habe. Hier Podolski mit einem wunderschönen Pass auf Schürrle. Der hat hier einen Lupfer gemacht und der geht auch rein zum 6-0. Ja, nach dem 6-0 habe ich dann eigentlich mehr oder weniger das Spielen aufgehört und habe dann den Gegner noch ein wenig spielen lassen. Und er macht auch noch seinen Ehrentreffer. Hier nochmal das wunderschöne Tor. Hier Neuer auf Lahm. Der verliert den Ball an Di Maria und der haut ihn dann, ja, ins kurze Eck rein, 6-1, es war auch gleichzeitig der Endstand, also war ein Spiel mit 7 Toren. Und so heißt es nach den ersten drei Spielen, von 9 Punkten 7 geholt, 2 Siege, 1 Unentschieden.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über die Bewertung freuen. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal und bleibt knackig.